FPÖ-Chef Herbert Kickl ist am Freitag zum Gespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg zusammengetroffen. Der Bundespräsident lädt nach der Nationalratswahl die Vorsitzenden der 5 Parlamentsparteien zu Gesprächen in die Hofburg. Die Stimmenstärke bei der Wahl bestimmt dabei die Reihenfolge. Zuvor beim Eintreffen in der Hofburg sagte der FPÖ-Chef: Herr Kickl, mit welchen Erwartungen gehen Sie denn in die Gespräche? Positiven Erwartungen. Das Verhältnis zwischen Kickl und Van der Bellen war in der Vergangenheit nicht unbedingt von gegenseitigem Verständnis geprägt. Weiterhin offen ist die Frage, ob Van der Bellen den FPÖ-Chef mit dem Regierungsbildungsauftrag ausstatten wird. Üblicherweise geht dieser an den Vorsitzenden der stimmenstärksten Partei. In der Vergangenheit hatte Van der Bellen verlauten lassen, Kickl den Auftrag im Falle eines Wahlsiegs der FPÖ nicht automatisch zu erteilen. Unmittelbar nach dem Gespräch hat Kickl keine Stellungnahme abgegeben. Ein Statement des FPÖ-Chefs ist für Samstagvormittag angesetzt.